Hallo und herzlich willkommen zur nun schon dritten Sendung im neuen Semester und mit unserem neuen Team OrgaTV. Wir bedanken uns erst einmal recht herzlich für alle, die wieder wie jeden Mittwoch um 18.18 Uhr bei Orga.tv eingeschaltet haben. Ich bin jetzt diese Woche wieder da. Letzte Woche war ich ja unterwegs mit Herrn Rainer Kallmund, aber ich habe die Sendung gesehen und bin ja von Dominik sehr gut in der Moderation vertreten worden. Heute werde ich aber nochmal durch die Sendung führen und werde euch jetzt erst einmal nochmal einen kurzen Überblick über die Sendung geben. Zunächst einmal fangen wir an mit einem Beitrag über die zentrale Studienberatung. OrgaTV war vor Ort und hat sich informiert. Anschließend haben wir einen Studiogast, den Herrn Timo Mildau von der Hochschulgruppe RCDS, mit dem ich sprechen werde über die Zerschlagung der Fakultät 1 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, über die Stupawahlen, die anstehen und wie es für die Zuschauer möglich ist, beim RCDS einzusteigen. Des Weiteren haben wir einen Beitrag für euch über die Barrierefreiheit an der Universität des Saarlandes, speziell im Gebäude B41. Und wir haben wieder aktuelle Wasserstandsmeldungen zum Thema Borussia Neunkirchen, über die wir ja bereits in der vergangenen Sendung gesprochen haben, beziehungsweise wo ihr bereits einen Beitrag darüber gesehen habt. Nun, zunächst einmal fangen wir an mit dem Thema zentrale Studienberatung. OrgaTV war vor Ort und hat sich informiert über Workshops, die von der zentralen Studienberatung angeboten werden für Studenten und Abiturienten, die sich über verschiedene Fachrichtungen informieren möchten. Aber schaut einfach mal selbst im Beitrag. OrgaTV hat heute bei der zentralen Studienberatung vorbeigeschaut, denn diese bietet auf ihrer Website Orientierungsworkshops für Studieninteressierte. An welche Zielgruppen sich diese richten, erklärt uns im Folgenden Herr Peter Hell, Studienberater an der am Campus gelegenen zentralen Studienberatung. Also die Orientierungsworkshops richten sich im Grunde an verschiedene Zielgruppen. Das können Abiturienten oder Schüler sein, die noch so auf der Suche nach dem richtigen Studienfach sind. Das können aber auch Studierende sein, die vielleicht gemerkt haben, dass ihre Entscheidung für das jeweilige Fach vielleicht nicht so ganz die richtige war. Wichtig ist uns bei den Workshops im Grunde nur, dass man noch relativ offen von der Studienwahl halt ist. Also wir machen halt keine ganz fachorientierten Workshops, und vom Inhalt her kann man sich das wirklich so vorstellen, dass wir verschiedene Themen beleuchten, was die Entscheidung schwierig macht, was für einen persönlich vielleicht im Mittelpunkt stehen sollte. Wir machen so eine Art Interessenstest einfach und geben natürlich auch viel Auskunft über die Fächer, die es hier zu studieren gibt oder was das Studium an der Universität des Saarlandes halt ausmacht. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen, also wir planen bei den Workshops von 9 bis etwa 15 Uhr. Wir verlangen einen kleinen Unkostenbeitrag, das sind derzeit 10 Euro. Da drin enthalten sind dann aber auch Arbeitsmaterialien. Wir gehen zum Beispiel auch mittags in die Mensa essen, was also im Grunde dann alles bei den 10 Euro dann dabei ist. Die Anmeldung kann man eigentlich ganz leicht im Internet finden. Also wir hätten auch gern, dass die Anmeldung dann über ein Formular im Netz halt stattfindet. Und der Link ist einfach ganz simpel gehalten, www.uni-saarland.de/orientierungsworkshop. Wie der Beitrag jetzt gezeigt hat, ist es wichtig, solche Orientierungsworkshops anzubieten. Und jetzt aber mal zu einem aktuellen Thema. Wir haben jetzt einen Studiogast hier. Vielleicht kannst du dich mal kurz selbst vorstellen. Hi, ich bin der Timo, studiere im vierten Semester Jura an der Universität des Saarlandes und ich bin Landesvorsitzender des RCDS Saar. Und vielleicht kannst du unseren Zuschauern mal kurz sagen, was heißt überhaupt RCDS? Also was ist das genau? Der RCDS ist der Ring christlich-demokratischer Studenten im Saarland. Mhm. Wir haben zwei Gruppen im Saarland. Das eine ist die Hochschulgruppe an der Universität des Saarlandes und das andere ist die Gruppe an der HTW in Saarbrücken. Und wir gehören zur CDU dazu. Okay. Und ich habe auch im Internet gelesen, dass ihr der größte, älteste und einflussreichste politische Studentenverband in Deutschland seid. Das ist korrekt, das hast du sehr gut recherchiert. Ja.
Vertritt eure Hochschulgruppe denn alle Studenten oder nur die Bereiche Rechts- und Wirtschaftswissenschaften oder wie macht ihr das? Unsere Gruppe hier an der Universität des Saarlandes ist nicht nur für die Fakultät 1 da, sondern wir sehen uns als Hochschulgruppe und als Studierendenvertreter für alle Studenten an der Universität des Saarlandes und auch jeder darf sich bei uns engagieren. Okay. Und wie bist du selbst zur Hochschulpolitik bzw. zu dieser Hochschulgruppe gekommen und warum hast du den RCDS ausgewählt? Zur Hochschulgruppe gekommen bin ich direkt zu meinem Studienbeginn 2011. Ich war schon in der Schülerunion sehr aktiv gewesen, war dann auch in der Jungunion, später bei der CDU und als ich an der Uni angefangen habe zu studieren, war für mich von vornherein klar, die Universität und die Hochschulpolitik werde ich ab sofort jeden Tag beschäftigen und da lag der RCDS wegen der Beziehungen zur CDU und zur Jungunion natürlich sehr nahe. Klar, ist ja auch immer gut, wenn man sich so neben der Uni noch engagiert, ne? Es ist sehr gut und bringt einem gerade bei so einem Studiengang wie Jura auch für die Zukunft etwas mit, ja? Ja, klar. Ja, und jetzt vielleicht mal zu dem brandaktuellen Thema. Wir hatten ja in den letzten beiden Wochen schon darüber berichtet, über die Zerschlagung und Zersparung der Fakultät 1, die ja eventuell geplant ist. Und wir hatten ja zwei Beiträge für euch von der Vollversammlung im Audimax und auch von der Demonstration. Nun aber mal zu euch. Wie stehst du denn, beziehungsweise die Hochschulgruppe RCDS, zu dem Thema Zersparung und Zerschlagung der Fakultät 1? Die Hochschulgruppe RCDS Uni Saarbrücken stellt sich ganz klar gegen die Zerschlagung der Fakultät 1. Seit Jahrzehnten hat sich diese Fakultät bewährt. Ja. Die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend. Es gibt sogar Studiengänge, die nur daraus entstanden sind, Wirtschaft und Recht, der in Deutschland dergleichen sucht. Ja, das würde ja auch komplett wegfallen, wenn es die Zerschlagung gäbe. Eine Zerschlagung würde auch einen solchen Studiengang beeinflussen, aber da steckt noch viel mehr dahinter. Eine Auflösung dieser Fakultät kostet sehr viel Geld. Ja. Danach würde man auf wichtige Dinge für uns Studenten, für unsere Studienqualität, auf die müsste man verzichten. Weil nach den Sparmaßnahmen dafür einfach dann gar kein Geld mehr da wäre. Ja, ja, vor allem diese Sparung, es wird zwar die Fakultät zerschlagen, aber wie du ja gerade schon gesagt hast, es kostet ja auch Geld. Also wird da wirklich gespart oder? Ja. Das ist das Schlimme an der Sache. Ja. Das Schlimme an der Sache ist, dass wir auf der einen Seite die Sparvorhaben des Landes hatten, das hat müssen sein, kann ich auch als CDUler sagen, um die Schuldenbremse einzuhalten. Allerdings kam dann der Vorschlag des Präsidiums, wir müssen unsere Universität neu aufstellen. Und da hat man sich dann auch unter anderem überlegt, dass man könnte zum Beispiel die Fakultät 1 aufgliedern und sagen, ja, Jura bleibt eigenständig und dann wandert die Betriebswirtschaftslehre zu den Humanwissenschaften. Und dieser Vorgang kostet immens viel Geld, das wir absolut derzeit nicht haben. Es ist einfach ein Hirngespinst. Ja, ja, klar. Und was könnt ihr jetzt als studentische Hochschulgruppe bewirken, um Einfluss darauf zu nehmen, wie die Geschehnisse jetzt weitergehen? Einfluss darauf kann zum einen oder zum größten Teil auch ich persönlich nehmen. Ich bin Mitglied im Senat der Universität des Saarlandes. Ich gehöre zu den drei studentischen Vertretern im Senat und ich kann natürlich das hervorbringen, was ich darüber denke, was der RCDS darüber denkt und was natürlich die Studenten darüber denken. Ja. Der Protest hat gezeigt, mehr als 600 Studierende sind gegen diese Zerschlagung, sind gegen die Zerspaltung. Und natürlich sehe ich mich dann auch als Sprachrohr der Studenten, die mich schließlich irgendwann mal gewählt haben. Und ich denke, dass ich dann da ganz klar für unsere Studenten der Fakultät 1 hier Stimme erheben kann. Ja. Und auch muss, ganz klar. Ja, es wird auch wichtig sein, denn es geht uns alle an und das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Es betrifft uns vor allem sofort. Ja. Also
laut dem Präsidium, das kann ich euch an dieser Stelle auch sagen, ja, wird der Prozess 2016 anfangen, mhm, und ab 2016 wird das uns alle betreffen, weil wir die Sparvorgaben haben, mhm, und nach einer Zerspaltung wird es die einzelnen Abteilungen, BWL und Jura, natürlich noch viel, viel stärker treffen, als, mhm, es uns als eine gemeinsame Fakultät getroffen hätte. Mhm. Und man merkt ja auch jetzt schon, also es fängt jetzt nicht erst 2016 an, denke ich mal, sondern jetzt schon. Ich glaube, der Lehrstuhl von Professor Zentes, der ja bald in Rente gehen wird, soll ja vielleicht auch gar nicht mehr besetzt werden. Also das heißt, bei uns fallen ja auch schon jetzt Sachen weg, ne? Das merkt man auch schon jetzt. Zum einen ist das den Sparvorgaben geschuldet. Das Dekanat muss schauen, wie es irgendwie das wenige Geld, was noch da ist, verteilt. Mhm. Und es gibt vakante Lehrstühle, die müssen wieder besetzt werden. Gerade, ja, du hast es angesprochen, Professor Zentes, einer, mhm, der wichtigsten Professoren aller BWL-Studenten, ja, bei dem sehr, sehr viele ihre Bachelorarbeit schreiben, mhm, der in Rente geht. Da muss man schauen, ist da überhaupt Geld da, ja, für einen Nachfolger zu finden. Das Präsidium sieht das so, dass man hier eine Strategie wählt, die dann darauf die darauf zielt, dass dieser Lehrstuhl neu besetzt wird, aber erst, mhm, in dieser Fakultät BWL Humanwissenschaften. Mhm. Ja. Ja, also wie wir jetzt gesehen haben, es ist wirklich ein wichtiges Thema und wir werden da dranbleiben als Orga-TV-Team und werden weiter darüber berichten. Ja, wie gesagt, es geht uns an, es geht uns alle an, denn wir sind die Uni. So, und zurück zum RCDS nochmal. Also welche Veranstaltungen sind denn von Seiten eurer Hochschulgruppe jetzt in nächster Zukunft geplant? Die Frage ist in dem Sinn ein wenig falsch formuliert, weil in naher Zukunft gibt es eine Veranstaltung, die für alle Studenten wichtig ist. Vom 15. bis 19. Juni 2015 findet an dieser Universität der Stupa-Wahlkampf statt. Ihr müsst alle zur Wahl gehen, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr eure Vertreter in das Stupa wählt und vom Stupa werden dann die Personen bestimmt, die in den AStA gehen werden. Und die finden wann genau statt? Vom 15. bis 19. Juni könnt ihr wählen an den Standorten, wie es schon in den letzten Jahren der Fall war. Könnt ihr auch euch nochmal anschauen, wo das genau sein wird. Bei asta.uni-saarland.de unter Aktionen Stupawahl findet man da auch nähere Informationen, zu welchen Uhrzeiten und wo genau man wählen kann. Okay. Und wie oft finden Stupawahlen normalerweise statt? Stupawahlen finden einmal im Jahr statt und danach wird halt euer AStA bestimmt. Okay. Und wie war die Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl jetzt, also im letzten Jahr? Die Wahlbeteiligung war wirklich verdammt gering. Wir hatten gerade mal so ein wenig mehr als 10% Wahlbeteiligung. Okay. Das ist ganz, ganz traurig, dass an einer Universität, wo die zukünftigen Akademiker sitzen, dass hier die Wahlbeteiligung so verschwindend gering ist. Mhm. Ja, also ihr seid aufgerufen, dieses Jahr müsst ihr wählen gehen. Was vielleicht auch interessant ist für die Zuschauer, wie sieht es denn aus, wenn man sich auch in einer Hochschulgruppe engagieren möchte? Also wie kommt man denn zu euch? Wie kommt man zum RCDS? Habt ihr ein wöchentliches Plenum, das öffentlich ist, wo man einfach hinkommen kann? Oder wie läuft denn das ab? Wenn ihr Interesse habt am RCDS, könnt ihr uns beispielsweise bei unserer RCDS-Saar-Facebook-Fanpage einfach eine Nachricht schreiben oder ihr schreibt einfach eine Nachricht an mich persönlich, Timo Mildau. Okay. Mich findet ihr auch bei Facebook und mir könnt ihr gerne auch privat dann eine Nachricht schreiben. Und wir freuen uns wirklich über jeden, der sich bei uns engagiert, ganz klar. Aber jede Person an der Universität des Saarlandes, der sich für die Hochschulpolitik interessiert, ist wichtig. Ja, das stimmt. Gut. Ja, das war's von meiner Seite. Dann vielen Dank fürs Interview, Timo. Dir auch vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Orga-TV, ja, dass ich da sein durfte. So, nun haben wir einen weiteren Beitrag für euch. Und zwar hat unser Teammitglied Dominik war in den letzten Wochen an Krücken gebunden, weil er einen Sportunfall hatte. Und er hat im eigenen Leib gemerkt, dass er Probleme hatte im BW1-Gebäude. Bei den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften hatte er Probleme,
sich fortzubewegen. Und so hat uns das dazu veranlasst, einen Beitrag darüber zu machen. Und so sehen wir jetzt den Beitrag über die Barrierefreiheit an der Uni, speziell in unserem Gebäude. Infolge eines Sportunfalls war ich an Krücken gebunden und merkte täglich, wie erschwerlich der Weg in die täglichen Vorlesungen sein kann. Dies nahmen wir vom Orga-TV-Team zum Anlass, einen Beitrag zum Thema Barrierefreiheit an der Uni des Saarlandes zu erstellen und explizit das Gebäude B41, sprich das Gebäude der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, zu prüfen und zu schauen, wie Menschen mit Handicap hier zurechtkommen und wie das B41-Gebäude gerüstet ist, wenn es darum geht, Menschen mit Handicap zu ermöglichen, die Vorlesung zu besuchen. Wie ihr gesehen habt, ergeben sich die ersten Probleme bereits beim Betreten des Gebäude B41. Selbst das Betreten des Audimax, des größten Hörsaals der Universität des Saarlandes, war nicht ohne weiteres möglich. So existiert zwar ein Aufzug für Rollstuhlfahrer, dieser war aber nicht ohne weiteres in Gang zu setzen. Wie man aus diesem kurzen Beitrag bereits erahnen kann, besteht an der Universität ein extremes Verbesserungspotenzial. Nun war es mir noch mehr oder minder möglich, verschiedene Hindernisse zu überbrücken. Allerdings bleibt die Frage, wie sich dies gestaltet, wenn Menschen mit stärkerer Einschränkung auf diese Hindernisse treffen. Ich war erschrocken, wie viele Barrieren es noch an der Uni bzw. an unserer Fakultät gibt. Das Fazit fällt sehr durchwachsen aus. Es gibt zum Beispiel einen Lastenaufzug für Rollstuhlfahrer, der allerdings nicht funktioniert. Wahrscheinlich gibt es da einen Schlüssel. Woher man den bekommt, war uns jetzt nicht ersichtlich. Ihr habt ja selbst gesehen, wie viele Probleme ich jetzt schon hatte, nur mit diesen Gehhilfen. Man will sich gar nicht ausdenken, wie es ist, wenn man an einen Rollstuhl gefesselt ist. Da sollte ein Umdenken stattfinden, beziehungsweise der Nachholbedarf sollte bereinigt werden. Wir haben jetzt nur am B41-Gebäude gedreht, also an der Fakultät der Wirtschaftswissenschaften und Rechtswissenschaften. Natürlich gibt es an allen Fakultäten Probleme. Wenn euch sowas auffällt, wendet euch an uns, also ans Orga-TV-Team. Wir werden da dranbleiben und es gegebenenfalls weiterleiten. Wie der Beitrag jetzt gezeigt hat, gibt es weiterhin Nachholbedarf in Bezug auf die Barrierefreiheit für Menschen mit Handicaps. Nun aber zu einem nächsten Thema, Borussia Neunkirchen. Wir haben ja bereits über den Verein berichtet, auch über die Käferaktion, die der Verein gestartet hat. Und nun haben wir einen Beitrag für euch zusammengestellt, der die zweiwöchige Ausstellung des Käfers und anderer Memorabilien im Saarpark-Center in Neunkirchen zeigt. Und wir haben dort eine Pressekonferenz verfolgt, die bei der Eröffnung der Ausstellung stattgefunden hat. Und davon haben wir euch die wichtigsten Statements mal zusammengefasst. So stellte die Borussia beispielsweise einen Pokal von 1970 aus,
verschiedene Gläser, wie beispielsweise das der Deutschen Bundesliga 1964. Außerdem befand sich in der Ausstellung das Buch zum 100-jährigen Jubiläum des Ellenfeldes von 2005, alte Chroniken, ein Trikot von Mike Franz, der zurzeit bei dem 1. FC Nürnberg spielt, alte Fußballschuhe, ein Meisterring von 1962. Außerdem wurde die Medaille vom DFB-Pokalendspiel 1959 ausgestellt und es befand sich der internationale Jubiläumspokal von 55 in der Ausstellung. Außerdem veranstaltete die Borussia einen Fanartikelverkauf im Saalparkcenter und das Highlight der Aktion war natürlich die Ausstellung des VW-Käfers, des Borussen-Käfers. Jetzt fangen wir mal ganz kurz an mit dem Blick für die Jüngeren, die hier am Stand sind, zurück. Was war die Borussia eigentlich früher? Und wir haben ja eine ganze Reihe von Legenden hier in unserer Nähe stehen, die so ein bisschen erzählen können, wie das bei der Borussia früher war und die den Jüngeren auch so ein bisschen erzählen können, wo die Borussia früher war, in welcher Klasse die Borussia früher gespielt hat. Also es ist uns ein Anliegen, ich sag mal, die Tradition mit der Gegenwart zu verbinden und von der Gegenwart den Blick in die Zukunft zu richten. Wir brauchen uns nur daran zu erinnern, dass früher deutsche Meisterschaften in einer Endrunde ausgespielt wurden. Da waren wir schon öfters mit dabei. Borussia Neunkirchen war der allererste Aufsteiger, der es sportlich geschafft hat. In dieser Aufstiegsrunde befand sich unter anderem Bayern München, Tasmania Berlin und St. Pauli. Wir hatten also in Tasmania Berlin einen richtigen Koffer gekriegt mit 5-1. Wir hatten unser Spiel gegen St. Pauli zu Hause gewonnen und dann geht Bayern München zu Hause verloren. Die Mannschaft hat gesagt, wir schaffen das noch. Und so gewannen wir in Bayern München 2-0. Dann war ich eigentlich so begeistert von der Initiative, von dem Engagement, nicht nur zu sagen, machen eine Unterschrift, sondern wie viel Blut, wie viel Herz, wie viel Leidenschaft und auch Begeisterung trotz der Problematik von mir. Ja, ich hoffe, dass wir es schaffen, für Ihre Stadt einen solchen Traditionsverein zu retten. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die Neunkircher auch ins Stadion kommen, um ihre Borussia zu unterstützen. Und die allererste Idee, die Sie schon sehen, ist dieser prächtige Käfer. Das ist der Wille und der Aufstand. Wir verändern was und wir hoffen, dass jeder anerkennt, was wir tun und nicht nur anerkennt, sondern uns auch unterstützt. So, wie wir jetzt gesehen haben, tut sich einiges bei der Borussia. Es wurde der neue Vorstand gewählt, es kamen sehr viele neue Sponsoren dazu. Um nur zwei zu nennen, gibt es zum Beispiel das Unternehmen Data One, das sich jetzt als Sponsor bereitgestellt hat. Es ist ein IT-Software-, Unternehmungs- und Beratungshaus, das dem Verein eine IT-Software entwickelt, die speziell auf den Vereinsbedarf zugeschnitten ist. Außerdem hat sich ein weiteres Unternehmen als Sponsor angeboten, und zwar Beside Me GmbH. Die entwickeln eine eigene App für die Borussia. So, über das Thema Borussia werden wir euch auch weiterhin berichten. Und ja, das war's schon ziemlich für heute. Jetzt haben wir noch einen Ausblick für die nächste Woche. Nächste Woche werden wir den Professor Scholz da haben, der mit der Katharina Waller eine Diskussion führen wird, die bei den Rechtswissenschaften tätig ist. Außerdem geht es um eine Pressekonferenz von G8, G9, wobei es darum ging, dass G9 zurückkommen soll. Ja, ansonsten denkt immer dran, nächste Woche Mittwoch, 18.18 Uhr nochmal einschalten und dann bis nächste Woche. We'll be right back.